Keine Ahnung. Cool. Falls desorientiert. Hallo? Aua, Fuß ab. Da geht das Schaf baden. Na toll. Nee. Der Hund saß nicht. Jo, das hat sich zu mir das teleportiert. Aua. Irgendwas hat mich gerade Aua gemacht. Aber hier ist nix. Ich hab Angst. Wolfi, ich hab Angst. Hast du was gesehen? Oh, dummer Hund. Hier macht hier auch gerade was Aua. Scheiß Skelett. Oh, es ist gerade gestorben. Haha. Oh. Oh, du doofes Schaf, geht doch mal weg. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, ich kack nochmal in die Ecke, ey. Wozu hat man eine Toilette? Hä? Wozu hat man eine Toilette? Ach, uninteressant. Geh weg, der Hund. Schafi! Ja, Schafi, komm mal rein. Oder wie ich sagen zu sagen pflege, Jacqueline, komm mal bei die Mama bei. Nee. Nee, 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 nee. Oh, ich hab die Schlafzucht. Hab ich? Wenn da ganz viele Schafe drin sind, dann ja. Die kann alles wieder. Dann wahrscheinlich nicht. Geh weg, du scheiß Hund. Das ist eine andere Schlucht. Aber da ist ein einziges Schaf. Gut, ich brauch Wolle. Komm jetzt nicht zu mir. Soll ich jetzt nicht zu dir kommen? Nein, dann fällst du nämlich ganz tief runter. Kühl. Nein, Schaf, geh da nicht hin! Oh mein Gott. Alt, stehen geblieben. Er ist schwierig, dann darfst du wieder gehen. Oh, verpiss dich, Gurke. Gurke? Ja, Gurke. Warum Gurke? Das war eine Schafgurke. Du verwirrst mich. Oh, ich hab das Schaf aus Versehen geschlagen. Ich wollte es eigentlich nur pellen. Pellen. Ich habe ein Schaf gepellt, Bennett. Wo kommt der Enderman her? Wo kommt der scheißverdammte Enderman her? Was ist das? Ich bin aus dem Enderman neben mich teleportiert und jetzt ist er wieder weg. Ja, das haben die ja manchmal. So Anwandlungen. Hallo Schaf! Hallo. Hallo. Nicht du. Ach, Mann. Oh, Schaf, geh doch mal weg. Geh doch mal ab. Ich hab jetzt wieder 31 weiße Wolle. Hua. Hua. Ich warte doch, dass die Madames und Messieurschen nachwachsen. Ah, flop. Die könnten ruhig öfter fressen. So alle 3 Sekunden. Dann bräuchte man nur 3 Schafe. Man könnte im Sekundentakt Wolle ernten. Ja, du mach. Ach, du bist doch ein scheiß Schaf. Jetzt frisst endlich. Boah, ich kann die gar nicht mit angucken. Oh, wie süß. Das ist nicht süß. Ach so, okay, dann halt nicht. Oh, was haben wir denn da? Ein schönes weißes Schaf. Ich versuche ja schon mein Augenmerk auf die Weißen zu halten, aber irgendwie... Gelingt es dir nicht. Sind die hier nicht so zahlreich vertreten? Die kleinen Schnuckis.
Hallo Hund. Ups. Definiere Ups. Bei Scheiß habe ich kein E hingeschrieben. Schief? Schief. Ja, auf wen denn? Du bist echt episch. Oh, so geil. Ah, herrlich. Ist ja geil. Das sollten wir doch nochmal erwähnen, dass am 25.02. auf dem Rathausmarkt in Hamburg eine Demo ist gegen ACTA. Habe ich schon gemacht, genau. Und ihr werdet uns daran erkennen, wir haben ein Plakat, wo drauf steht, Schiss ACTA. Genau. Ist das geil. Das könnte man irgendwie auch falsch verstehen. Sorry, Lachfleisch. Scheiße. Schiss, Achter. Na, Schiss. Ich sollte noch Schiss haben. Also, nee. Ich hoffe, du arbeitest fleißig an dem E. Wenn ich Wolle hätte. Ich habe derweil 47. Dann bringen Sie mir mal bitte. Ich habe derweil 5, warte. Da ist noch mal jemand nachgewachsen. Nachgewachsen. Mhm. Der ist so. Nachwachsende Wolle. Weißt Bescheid, ne? Oh, ich wollte gerade dich scheren. Das war wohl nix. Wo bist du denn? Wer? Behind you. Ach da. Lass mal gucken. Schee! Schee! Schee ist gut. Schee. Schleswig. Alle kleinen Schnucki-Schafe. Jetzt wäre ich beinahe in den Lavasee reingesprungen. Das ist keine gute Idee. Ich weiß. Jo. Na kommst du her? Na kommst du mal her? Ja, geh du mal weg. Ja, was denn jetzt? Komm mal her, geh mal weg. Komm mal her, geh mal weg. Ja, toll. Machst du da kleine Schäfchen? Ich mobbe immer kleine Schäfchen. Schafe. Das ist so epic. Das ist extrem epic. Das ist so epic, dass ich jedes Mal vor Lachen sterben könnte. Oh mein Gott. Hab ich dich erwischt, mein kleines Schlucki-Schaf. Hallo Hund. Wuff. Wuff. Tot. Wuff. Tot. Warum stirbst du bei deinem kleinen Ding? Weil ich von oben runter. Da kann man doch gar. Warum schränkst du denn da runter? Weil Baum. Oh. Oh, du bist so intelligent. Ich weiß. Hi, Hund. So, glaube... Hab ich nicht noch... Hatte ich keine Hose und keine Schuhe? Bist du nackt? Rüstungstechnisch. Rüstungstechnisch. Na gut. Da muss ich mir ja gleich eine Augenbinde anziehen. Mhm. Du nackt bist. Hallo? Schau. Oh, mir ist kalt. Dann solltest du dich wärmen. Ups. Ich möchte mich aber nicht wärmen. Das
geschafft. Ich habe nichts. Das ist noch schade, ja. Es wird dunkel, du könntest mal wieder pufen gehen. Ach ja. Geh ich halt wieder pufen. Pufen. Ich halt mal wieder pufen für dich. Nicht pufen. Pufen. Oh, aber klingt cooler. Pufen. Pufen? Pufen. Das ist Englisch. Das ist Englisch für pufen. Ich gehe jetzt mal pufen. Pufen. iPoof. Ja, das neue iPoof. Stimmt, da war ja noch was. Danke. Bitte. Ja, ich hab ihn. Der hat ja geguckt. Musst du auch nicht immer die Schafe mobben? Ich mobb die nicht. Ich mach die nur nackig. Musst du sie etwa mobben? Ich mobb die doch gar nicht. Hm. Vor all ihren Freunden ziehst du sie nackt aus. Das ist Mobbing. Mach ich ja mit allen. Das macht nichts. Dann mobbst du ja alle. Ja, aber wenn man ein ganzes Volk mobbt, dann... Wow, das ist krank. Wenn man ein ganzes Volk mobbt, dann kann sich keiner beschweren. Genau, das passiert gerade in Deutschland. Hallo Leute, wacht mal auf, wir werden alle gemobbt, ey. Wie hardcore ist das? Ja. Ja, ist so. Noch werden wir nicht gemobbt. Erst wenn Akta in Kraft tritt, werden wir gemobbt. Wir werden noch dauernd gemobbt. Wir werden doch nicht nur mit Akta gemobbt, wir werden mit tausend anderen Sachen gemobbt. Zum Bleistift. Ja, was weiß ich, mit schlechten Löhnen, mit miesen Renten, mit scheiß Arbeitslosenhilfe, mit ach, alles ist doch Kacke in diesem Land. So, das ist Bescheid. Du meinst also alles ist scheiße in Deutschland? Nein, alles nicht. Dann ist ja gut. Aber politisch gesehen liegt einiges im Argen. Aber nicht alles. Aber 80%. Die Versicherungen, die Deutschland uns bietet? Die machen auch nur Geld damit. Aber dafür sind wir alle versichert. Ja. Gehst du nach Amerika, bist du nicht versichert? Ja, ich weiß, da wirst du tot liegen verletzt liegen gelassen auf der Straße. Genau. Und tot auch. Da gucken die erstmal in deine Geldbörse, ob du versichert bist. Oder ob du genug Geld dabei hast, je nachdem. Obwohl das ein bisschen Gerücht ist, aber ich hab schon davon gehört. Und wenn nicht, dann... Tjo. Bist du da Guck auch? Mal, ein Vögelchen! Ein Vogel? Ja, dann haben die so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und dann... Oh, guck mal, ein Vögelchen! Kennst du das nicht? Und dann laufen sie weg. Hm. Ja, es ist schon eine große... eine große Ungerechtigkeit auf dieser... weiten Welt. Ob man mit einer Schere Schnee schneiden kann? WC, wohl kaum. Das wäre WK. WC wäre WC. Water Closet. WC. WC klingt cooler. WC sagt immer unser Geschichtslehrer. Euer Geschichtslehrer. Unser Geschichtsprofessor. Oh, kennst du schon Professor? Studierst du Geschichte? Der sagt ja auch immer WC wohl kaum. Und unser Physikprofessor, der sagt immer VV. Viel Vergnügen. Au, nein, FF, scheiße. FF, viel Vergnügen. Nicht VV. Ich wollte gerade sagen, wo war ein VV, der Witz? FF, viel Vergnügen. Ja, den kenne ich. Das wäre komisch. Die sind echt alt, die Witze, ne? Die haben unsere Dozenten damals auch schon gebracht. Sowohl auf der Uni als auch in der Schule. Tja. Das ist schon echt beängstigend. Wir hatten mal eine Lehrerin, die war, glaube ich, Alkoholikerin. Ach, ich bin mir nicht so ganz sicher. Und die saß immer bei uns im Unterricht vorne an ihrem Pult.
Und dann hatten wir wurden in der Einflugschneise vor dem Flughafen. Und immer wenn Lia vorbeikam, dann winkte sie hektisch nach draußen und sagte, hallo, oh, guck mal, den kenne ich auch noch. Das war so peinlich. Ich wusste echt nicht dann, in welchem Film ich gerade bin. Das war sehr, sehr übel. Lol. Ja, das war echt ein bisschen sehr lol. Die war zwar echt total nett und wie so sieht die Gammelfleisch. Aber irgendwie hatte die echt einen Hau weg. Ob sie noch lebt, ey? Die war damals schon mindestens 50 und das ist locker 18 Jahre her. Scheiße, ich bin so alt. Oh. Mein armes kleines Tütü. Ich bin kein Tütü. Mein armes kleines altes Tütü. Ah. Arsch. Ich dich auch. Ich weiß. Das ist schön. Hm. Aber das, was du weißt, finde ich echt schön. Ich werde hier von Schafen gemobbt. Und von Pilzen übrigens auch. Wie kann man von Pilzen gemobbt werden? Ich polter und über welche. Schaf nicht in die Lava springen! Nein, nein, nein! Tu es nicht! Du hast doch das ganze Leben vor dir! So ist brav. Geh da weg! Geh weg! Geh woanders spielen! Geh! Ksch. Ich hau dich! So ist brav. Oh, ich krieg Frostbollen am Knie, ey. Es ist kalt geworden in Deutschland. Ja. Gefühlsmäßig ist es sehr kalt geworden. Ja, heute Morgen hat es auch gehagelt. Richtig hardcore, ey. Heute Morgen bin ich im Hagelbrötchen rumgegangen. Mhm. Mhm. Hallo Schaffi! Haben wir noch ein Schafi? Oh, nur eine Wolle. Schäm dich, ey. Oh, schon wieder nur eine Wolle. Das sind voll die kaputten Schafe, die geben alle nur eine Wolle. Was soll denn der Scheiß? Ja, friss was. So ist brav.